Da ist eine Manuskriptseite, aber da kommen wir nicht rein. Schade. Ich will da aber noch rein. Okay. Können wir denn hier noch irgendwas tun? Stuff, da kommen wir nicht rein. Nicht ein Buch. Vielleicht später ein bisschen Hilfe, der Sturm wird. Du weißt schon, wen ausflippen lassen. Du kennst das ja. Klar, der Doktor will, dass ich auf Wake aufpasse, aber ruf mich, wenn sie aufmüpfig werden. Mach ich, Birch. Hey, Wake! Tun Sie Dr. Hartman doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Alle wollen, dass sie schreibt. Die Treppe dort zu Ihrem Zimmer. Das finde ich schon sehr komisch. Die Türen waren versperrt. Hartman und die Schwestern hatten Schlüssel. Aber es war unmöglich, an sie ranzukommen. Du kannst einen Albtraum nicht verletzen. Denn alle Träume sind nur Einbildung. Sie finden nur in deinem Kopf statt. Und wenn du aufwachst, gibt es sie nicht. Also darfst du nicht aufwachen. Denn ich habe jetzt das Sagen. Und ich will nicht verschwinden. Mein Albtraum ist, dass die Publisher-Leute was beitragen wollen, damit sie sagen können, sie hätten was beigetragen. Dann gibt's plötzlich Fokuhilas, weil die Fokuhilas lustig finden. Aber es sollte gar nicht darum gehen. Und jetzt geht's doch um Fokuhilas. Und wenn eine Szene in Zeitlupe ist, nennen sie es Fokuhilas. Hartman wollte, dass ich schreibe. Ich wusste, ich konnte nicht, aber ich dachte mir, ich sollte erst mal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Birch bewachte mich scharf. Die ernst? Die sagen es wie Serienkiller, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Mein Albtraum sind die Autoren. Die wollen, dass alles von den Figuren bis zu den Toastern redet, redet, redet. Die ganze Zeit. Und seinen Gefühlen Ausdruck verleiht. Die halten nicht mehr die Klappe. Und auch die Autoren halten nicht mehr die Klappe, weil sie auch Gefühle haben. Und ich muss ihnen zuhören, weil sie keine Angst vor mir haben. Und alle sollten einfach nur die Klappe halten. Klappe halten. Klappe halten. Aber ich sehe keine Albträume mehr, denn ich mache denen zu viel Angst. Ich nehme jeden Morgen 2 Pillen und eine zu jeder Mahlzeit. Das macht mich zum schlimmsten Albtraum von allen. Interessant. Hast du uns was zu sagen? Nö. Wenigstens eine, die vernünftig ist. Und der malt irgendwas? Oh, hallo. Ich habe sie gemalt. Okay. Vor ein paar Tagen überkam mich einfach die Inspiration. Dr. Hartman wollte, dass ich Landschaften male. Und das habe ich auch. Aber dann habe ich angefangen, die hier zu malen. Und zwar jede Menge. Die Bilder fliegen mir einfach zu. Dr. Hartman gefallen sie. Er hat sie in seinem Büro. Ach ja? Er ist sehr stolz auf mich. Er sagt, dass ich immer besser werde. Ich glaube auch, ich werde besser. Aha, aha, aha. Sehr schön, sehr schön. Ich schätze, ich packe dann besser mal ein. Der Sturm ist fast hier. Sehen Sie sich das an. Ich wäre nur höchst ungern heute Nacht draußen. Tja. Nee, von hier aus kommen wir auch nicht da in den Raum mit der Manuskriptseite. Schade. Gut, dann werden wir mal nach oben gehen und weiterschreiben. Oder versuchen zu schreiben oder auch was auch immer. Bin mal gespannt. Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie... Es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Oh Gott. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Warum hängen denn jetzt hier wieder die Fernseher? Und da hinten stehen die Bauscheinwerfer rum und der Generator. Hartman hatte Probleme mit der Stromversorgung erwähnt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. Ich meine, das kam ja auch alles vor in unseren Wahnvorstellungen, in unseren angeblichen. Der Generator war ausgeschaltet und es gab keinen Schlüssel. Da hinten liegt übrigens eine
Thermoskanne. Oh Leute, das wird ja immer besser, ey. Na, ich bin ja mal wahnsinnig gespannt, wie das weitergeht. Sie haben es tatsächlich nach wie vor geschafft, nichts aufzuklären. Man wundert sich immer noch. Okay, Sequenz. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht. Aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wir können jetzt vielleicht fliehen. Lärm untersuchen. Ja, Manuskriptseite. Okay, erstmal lesen wir die erste. Zane konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten. Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Ach ja. Zane war der andere Schriftsteller, genau. Hartman redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartman, wo steckt Al? Irritiert brach Hartman mitten im Satz ab. Er nickte einem hünenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Barrys Schulter klatschen. Okay. Was hat das denn zu bedeuten? Die Dinge geraten schneller. So, Barry scheint nach uns gesehen zu haben. Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Ich habe den Schlüssel zum Bürotrakt bei Sinclair gefunden. Yay. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptseiten. Dort bewahrte er sie auf. Vielleicht könnten Sie mal kurz rauskommen und uns unsere faltigen Windelärsche vermöbeln. Wo Sie doch so ein hartes Brötchen sind, Batch. Die beiden sind cool irgendwie. Okay, wir gehen noch weiter. Wir waren auf Tour, Mann. Glaubst du, wir hätten Punks wie die hier nicht schon gesehen? Okay, Schloss öffnen. Barry retten? Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice' Name. Einen Moment lang stockte mein Atem. Also, Mrs. Wick, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Er gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein. Niemals. Manchmal wünschte ich fast, Alan würde mir eine scheuern. Denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, dem er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein. Alan schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit, naja, er schreibt nicht. Gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wick, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken, redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr in
an sich heran, lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich Ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Ach, Alan, sag mal bloß. Das habe ich dir doch schon gesagt, als es so war. Als es soweit war. Anscheinend erfahren wir jetzt ein bisschen was über die Vorgeschichte. Ihr erinnert euch ja, dass wir da am Anfang des Spiels sind wir ja auf die Insel gekommen mit Alice zusammen und als die dann in diese Hütte eingezogen sind, hat sie ihm ja diese Schreibmaschine dahingestellt und dann ist er ja ausgetickt und das könnte auf jeden Fall so ein bisschen der Hintergrund sein, dass er einfach nicht zum Schreiben kommt und sie halt ihm versucht hat, ihn da wieder zum Schreiben zu bringen, weil und er halt dann gleich wieder ausgetickt ist und wütend geworden ist. Und sie beiden schienen auf jeden Fall extreme Probleme gehabt zu haben, bevor der ganze Albtraum losgegangen ist. Sehr interessant auf jeden Fall. Eine weitere Manuskriptseite. Hartman war nicht glücklich. Mort konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde und hatte 2 Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmans Plan. Aha, das verrät uns ja eigentlich schon, dass Hartman tatsächlich irgendwie damit drin steckt. Ich betrachtete das Foto an der Wand genauer. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartman. Er war der Entführer. Mhm. Hartman hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja jetzt irgendwie relativ klar, ne, worauf das hinausläuft. Mal sehen, ob wir Barry irgendwie retten können. Barry retten. Barry? Ey, wurde auch Zeit. Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine nein. Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Sie waren aber ganz okay zu mir. Ich bin hier ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage. Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs Korn genommen, aber ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Der ist verrückt. Aber er ließ mich gehen und dann habe ich den Anruf von Hartman erhalten, dieser Ratte. Er meinte, dass ich dich hier abholen soll. Aber als ich ankam, haben mich 2 Typen zusammengeschlagen und eingesperrt. Was? Woher hast du den Starschnitt? Den habe ich aus dem Diner geklaut, um Rose das heimzuzahlen, was sie mit uns abgezogen hat. Ja, das ist eine harte Bestrafung. Och Gott, ey, Barry. Los. Okay. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Was? Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los! Uns.